Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia mit Hüten. Ja, ich bin direkt hier vom Shop und werde jetzt erstmal wieder ein bisschen die Materialien verschenken und ich habe wieder voll viele. Ups, nein, nicht die. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich laufe ja immer durch die halbe Weltgeschichte noch offscreen ein bisschen durch, um zu gucken, ja, gibt es hier noch Schätze und so weiter und so fort. Ich kann nicht rechnen. Und ja, da sind wieder ein paar Materialien dazu gekommen und die werden wir jetzt alle investieren. In diesen Laden. Ha, Spezial Plus, Wundergummi. Ha, geil war. So, dabei habe ich auch noch wieder ein paar Schätze und so entdeckt. Die können wir gleich auch noch alle holen. Leider ist da nur ein Aphrid-Schatz bei. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, wann hat die königlichen Jagdgründe? Jedenfalls haben wir irgendwo ein Gebiet noch gar nicht komplett erkundet und darum möchte ich auch noch mal eingehen. Also nachdem wir mit dem Aufleveln fertig sind und guckt euch an, wie viele Sachen ich gesammelt habe. Guckt es euch an. Guckt es euch an! Und ja, bei mir ist halt immer so, wenn ich hier, naja, ich hätte eigentlich noch ein bisschen weiter trainiert und Sachen gesammelt und oh. Aber hey, da war noch was. Oder? Ja, bei mir ist halt immer so, ich hätte noch viel weiter trainiert, aber naja, irgendwann sind Titel aufgeploppt und dann habe ich wieder das Spiel geladen und ja, ich stehe eigentlich nur noch einen Kampf davor, einen weiteren Titel zu bekommen und ich stehe nur noch einen Beutegegenstand entfernt davor, einen Titel zu bekommen und ich will das nicht alles offscreen erledigen. Nee, nee, es soll alles hier aufgenommen werden, alles, jeder kleine Fisselchen. So, jetzt... Ich frage mich echt, ob ich das auch offscreen mache, weil so viel passiert hier eigentlich nicht, aber keine Ahnung. Na, bekomme ich dafür auch noch einen Titel und ja. Außerdem kann ich da ein bisschen hier so dazwischen labern und ich habe die Hüte für alle Charaktere mal ausgerüstet und die haben alle verschiedenfarbige Hüte. Schwarz, weiß, grau, pink, violett, schwarz, weiß. So, und ich glaube, Elvin und noch jemand hat den Level abbekommen. Wie gesagt, nach einem nächsten Kampf wäre schon wieder eine Trophäe gekommen. Titel. Und ja, da habe ich aufgehört zu trainieren. Weil, ja. Weil Baum. Oh Gott, von wen habe ich das denn jetzt geklaut? Roan, okay. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was du bekommst. Ach, Bewahrung, das ist dieses mit TP. 30% weniger Wirkzeit und keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. So, übertaktet. Ja, das wollen wir auch noch. Psyche oder Intelligenz. Ja, Intelligenz. So, hier wird natürlich wieder nicht viel passieren. Wir werden hier wieder offscreen alles mögliche machen. Offscreen, was laber ich hier eigentlich? Wir werden hier Nebenquests machen und so. Und ja, mehr wird hier nicht passieren. Also in der Folge. So, dann lasst mich mal auf meinen klugen Notizzettel gucken. Ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich so dumm bin, mir das alles zu merken. In der Lackertum Höhestraße vor Shandu. Okay, zwei Stück waren da. Wo? Hier. Eingang von Shandu. Ah. So. Na los, ich warte. Wo war die nochmal? Ich glaube, eine war hier so und eine war hier so. Bin ich mir aber nicht sicher. So, ha, habe ich dich nur verarscht. Und direkt wieder neue Materialien sammeln, die wir dann wieder auf zum Aufwärmen benutzen können. Nein, ist na, bin ich nicht gut, dass ich die übersehen habe. Ist da wahrscheinlich nur voll was Kleinzeug drinne. Trank des Lebens, ja, okay. Aber ich möchte alles finden. Das soll schon hier ein halber 100% Run sein. Also ein 50% Run. Hi. Ah. Da, Beutegreifer. Haha, jetzt kann ich wieder neue Dinger finden. Ja, nein. Ich hätte natürlich noch weiter gesammelt, aber dann werden die ganzen Titel aufgeploppt und so. Und dann kommen so Leute, ey, wo hast du den Titel her? Und ich so, ich war doch offscreen und so. Und ha.
Und ja. Und Rahmenschwarze Peter. Die habe ich übrigens auch gesammelt und ich glaube, hier war gar nicht die Truhe, oder? Aber. Ach ja, hier. Hier ist das Gebiet. Hier sind wir noch gar nicht hingegangen. Ist mir aufgefallen. Deswegen gehe ich mal hier hoch und gucke, was da ist. Weil das Gebiet ist noch vollkommen unbekannt. Wer weiß, vielleicht ist hier voll der geile Schatz. Und ich muss immer noch die einen Schatz drauf finden. Ich habe mir zwei aufgeschrieben. Eine ist hier noch irgendwo. Oh, hi. Rosmarin. Knabber, knabber. Die Hüte, die sehen aber irgendwie komisch aus, muss ich sagen. Gefallen mir nicht so. Oh, da ist was Glitzerns. Glitzer, Glitzer! Spitzerkrallen. Warum glitzern die? Hey, warte mal. War da was? Nee. Okay, habe ich mir nur eingebildet. Das war meine imaginäre Fantasie. Was? Ja, Fantasie ist irgendwie imaginär. Hä? Was? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls weiter. Und hey, da ist nichts. Boah, ich bin... So, jetzt bekomme ich noch einen Titel. Okay, flüchten wir mal. Jetzt guckt euch das an. Monstertöter. Das ist, also was gibt's dann? Ja, indem ich von den Monstern wegrenne, komme auf einmal Titel. Mann. Also ich hätte mal Elvin vielleicht hier diesen Diener-Anzug geben sollen, weil er sieht aus wie ein Mafiosi mit den mit dem Hut und der Sonnenbrille. Zack. Zack. Was zum? Oh, er kann sogar in der Luft solche Attacken einsetzen. Wusste ich gar nicht. Oh, verdammt. Oh. Kannst du die einknallen? Dang, dang, dang. Ja, ich habe auch ein paar Kämpfe hier in so schwächeren Gebieten gemacht. Das hat sich nicht so gelohnt. Aber ich habe nur die Gegend erkundet, also nicht schlimm, ne? Hm? Ja, nicht schlimm. Ich habe schon da hinten eine Truhe gesehen. So, ihr geht mal schön weg. Ich mache euch da sowieso Platte. Macht es mir doch nicht so schwer. Mann, ich will doch nicht töten. Ich will zerstören. Schmankerl, geil. Mehr nicht, doch. Okay, mehr ist ja nicht der. Okay, dann das sieht irgendwie, ist er aber glaube ich nicht. Da, upsala. Nee, hat niemand gesehen, hat niemand gehört. Jedenfalls, wo ist jetzt noch die eine letzte Schatztruhe? Ich habe jetzt zwei notiert. Hier sind noch irgendwo eine. Wo ist das verdammte Ding? Wo habe ich es aufgeschrieben? Oh, da ist ein Loch. Hallo. Hallo, hübsche. Das ist eine Sie. Das erkenne ich. Fragt mich aber nicht, woran. Eine mysteriöse Perle. Sie sieht mysteriös aus. Ich verstehe aber immer noch nicht, wofür die Punkte stehen. Ich meine, wenn man hier Items findet, dann stehen auch Punkte. Da waren jetzt, glaube ich, 420, oder? Wofür sind die Punkte? Ich kann mir schon vorstellen, dass die Titel... diese 1160 alles Gradpunkte sind, die man am Ende des Spiels ausgeben kann. Ach ja, das geht. Wisst ihr, was ich gut finde? Die Skits, wenn man sie nicht aufruft mit Select, werden hier gespeichert. Das heißt, wenn ich offscreen welche hier bekomme, ich kann sie immer noch zeigen. Das ist richtig genial. Und ich habe das noch nicht mal angeguckt. Also hier, bitteschön. That was Long Dao, the language of the clan that used to rule Azure. Do you speak it? Not really, but I can understand it to some degree. But what made him abruptly start speaking like that? It appeared to be some sort of battlefield transformation. A side effect of his booster. Als ihn ein Super Saiyajin verwandelt. Does that mean I'll start speaking some weird language too? Then you wouldn't be able to talk to anyone. Relax, that won't happen. His booster is totally different from Tipo. And if you did start speaking some weird language, I would totally learn it so we could still talk. Thank you. Are you good with languages, though? Well, that's beside the point. Okay. So, wo ist die verdammte Truhe?
Ich habe mir eine notiert irgendwo. Da ist noch was. Hallo. Danke. Wo ist die zweite Truhe? Ich habe mir zwei Truhen notiert, ne? Ich gucke jetzt einfach mal, während ich hier rumlaufe, auf meinen Zettel und hoffe, dass mich niemand angreift. Lakatum Höhenstraße. Forscher an du. Habe ich mir so notiert. Wo ist die zweite Truhe? Verdammt. Ich habe mir zwei notiert. Alter. Ist da wahrscheinlich nur ein Galt oder so drinne? Das wollte ich schon Gil sagen. Wo sind wir denn hier? Final Fantasy? Blablabla. Da! Da! Ich hab dich, ich hab dich. Aber warte du, na. Ja, warte du, Kleiner. So, ja super, ein Heilmitteltrank, was soll's. So, dann. Vor, Lackertumönstraße, vor dem Seehafen. Oder? Da ist eine Aphrid-Schatztruhe. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo. Ich hätte ein Bild machen sollen und mir dann einen Punkt da setzen sollen, damit ich wusste, noch mal weiß, wo dann ist. Weil jetzt habe ich dann schon wieder Lex vergessen. Aber egal, finde ich schon. Da war irgendwie an so einem Stein. Nein, großen. Ich glaube da. Oder? Aber erstmal Glitzerdingen. Da. So, was haben wir hier? Eine farbige Sonnenbrille. Manchmal muss man ein bisschen schwarz mit seiner Kopfbekleidung haben. Wie wäre es mit dieser urkomischen, grellen Sonnenbrille? Ja. So, dann habe ich mir noch einen Ort hier notiert. Und zwar königlichen Jagdgründe vor Labarikessel. Na gut. Das bringt es natürlich jetzt voll, wenn ich hier... Hier, irgendwo. Bringt es natürlich jetzt voll, wenn ich hier nichts anderes mache, außer Schatztruhen zu suchen. Aber naja. So. Das ist eine gute Frage, Jude. Auf die ich aber keine Antwort habe. So, die Truhe, wo war die Nummer? Oh, rahmschwarze Federn. Davon habe ich, glaube ich, 30 oder 40 Stück noch auf Screen gefunden. Und ich werde bestimmt noch einige sammeln. Also offscreen werde ich auf jeden Fall mal welche sammeln. Und offscreen werde ich auch ein bisschen trainieren, weil... Ja, ich... Das ist jetzt vielleicht ein blödes... eine blöde Situation, Zeitverschwendung anzusprechen, aber... Ich kann ja nicht einen ganzen Part damit verschwenden, nur zu kämpfen. Deswegen werde ich hier immer so, wenn wir in ein neues Gebiet sind, 3-4 Parts... 3-4 Kämpfe machen in einem Part. Und dann war es das auch, weil... Man hat ja schon gesehen, da ist die Truhe. Dass ich hier schon 4-5 Parts habe, die nur mit Kämpfen zu tun haben. Also das ist jetzt nicht so der Bringer. So, damit hätten wir alle Schatztruhen hier schon mal bekommen. Dann würde ich sagen, wir machen... Ja, was machen wir denn? Hier. Was ist denn hier? Ist das das Gebiet, wo... Nein, das ist hier von Nierkera. Gehen wir erstmal nach Dingens, Jandu. Weil wir müssen ja immer noch den Bruder von dieser einen Schwester finden. Und da, die möchte ich ja doch irgendwie finden. Oben rechts ist die, glaube ich. Schaffe ich das noch in dem Part? Komm schon. Warum läufst du nicht schneller, verdammt? Ich hoffe ja nur nicht, dass ich die Story jetzt irgendwie weiter vorantreibe, wenn ich jetzt hier vorbeilaufe. Bitte? Danke. Oh Gott. Ich habe so eine Panik. So. Für sie. Wo ist sie? Stand hier nicht eine? Königlichen Jagdgründe. Hä? Ach, da müssen wir hin. Mann. Nehmen da lang. So, da müssen wir irgendwo da lang. Ach ja, wir müssen mit so einem Boot fahren, glaube ich. Da müssen wir irgendwo den Bruder finden. Den Bruder. Habe ich mit dir schon gesprochen? Nein, verdammt. Was sie uns zu sagen hat, das sehen wir im nächsten Part. Tschüss.